Parkinson-Erkrankung ist eine Erkrankung, eine degenerative ZNS-Erkrankung. Ein Bereich des Gehirns arbeitet nicht mehr richtig, ein Botenstoff wird nicht mehr richtig produziert, das Dopamin. Es kommt dazu, dass die Patienten dann Einschränkungen der Beweglichkeit haben und fallen mit einem Muskelzittern auf. Man nennt das Tremor. Die Patienten sind deutlich beeinträchtigt, das Gehen ist erschwert. Die Behandlung erfolgt dann, indem man diesen Botenstoff substituiert und nebenbei noch physiotherapeutische Übungsmaßnahmen macht.